Hallo, mein Name ist Ruth Moschner. Ich bin TV-Moderatorin und engagiere mich schon seit, ja, gefühlt 3 oder 4 Jahrzehnten für Artenvielfalt. Und deswegen habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass die BMBF, also die Forschungsinitiative für Artenvielfalt, auf mich zugekommen ist, um euch das Thema so ein bisschen näher zu bringen. Ich bin gerade an der Ostsee am Strand und ja, gerade die Ostsee steht für mich für unglaubliche Artenvielfalt und die Möglichkeit, Arten zu erhalten. Biodiversität bedeutet für mich das absolute Leben. Also egal, ob das Diversität bei uns Menschen bedeutet oder eben Diversität bei den Tieren, bei den Pflanzen. Ein intaktes Ökosystem hat ganz, ganz viele Arten und das sorgt für Beständigkeit und für ein Überleben. Nicht die Natur braucht uns, sondern wir brauchen die Natur. Aktuell sterben etwa 150 Arten pro Tag. Diese Zahl finde ich so krass, aber ist ja auch irgendwie logisch. Und wenn wir so weitermachen, sind irgendwann mal die Weltmeere leer gefischt. Und wenn wir weiter mit konventioneller Landwirtschaft machen, werden durch Monokulturen die Böden ausgelaugt. Flächenversiegelung brauchen wir auch gerade nicht drüber reden. Das ist der absolute Wahnsinn. Und Insektensterben wird natürlich auch dadurch gefördert, dass viel zu viele Pestizide verwendet werden. An solchen wunderschönen Plätzen der Natur wird einem erst bewusst, wie zerbrechlich das Ganze ist. Dabei sind ja Insekten ein super Beispiel dafür, wie es eben richtig geht. Weil ohne Insekten keine Bestäubung, ohne Bestäubung keine Früchte und ohne Früchte keine Nahrung für uns Menschen. Und Insekten sind natürlich auch Nahrung für andere Tiere, für Fledermäuse, für Vögel, für diverse Kleintiere, die wiederum auch wieder Futter für größere Tiere darstellen. Alles, was ihr tut, egal ob im Negativen, aber eben auch im Positiven, hat eine Auswirkung und ich hoffe, gemeinsam können wir dann in eine bessere Zukunft gehen.